Ein herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit AppKings. Heute geht es mal wieder um eine Datenwiederherstellungssoftware, in dem Fall um die AceOS Data Recovery. Das ist eine Software, damit könnt ihr, wenn ihr irgendwas gelöscht habt, also sei es jetzt ein Dokument, ein Bild oder ein Lied oder so, könnt ihr es mit der Software ganz leicht wiederherstellen. Und ja, das werde ich euch heute einfach mal zeigen. In dem Fall gehen wir einfach mal auf Google und gucken uns die Seite doch einfach mal an. Die gibt es doch schon seit 2004, also schon ja, 15 Jahre, schon sehr lange am Markt. Und ja, wir gehen einfach mal hin. Ich zeige es euch mal. Und zwar erzeus.de. So sieht es aus. Sieht man auch über 72 Millionen Nutzervertrauen der Software. Entweder für Windows, für Mac. Und dann könnt ihr sie testen oder direkt kaufen. Bei Kaufen habt ihr natürlich immer noch mehr Funktionen da drin. Aber wir können es ruhig über Testen machen. Einfach auf Testen klicken. Und dort kommt dann der Installer. Auf Datei speichern drücken. Und dann geht es auch schon los. So, in meinem Fall haben wir es jetzt schon runtergeladen. Hier ist es. Wir werden als erstes aber mal zu dem Medium gehen, wo wir was löschen. Genau, da gehen wir einfach runter zu Telestar. Ist ein USB-Stick in dem Fall. Dort ist ein Testbild drin, ein Testdokument und eine Test-MP3. Die werden wir jetzt, ups, kopieren und löschen. Jetzt ist das gute Stück komplett leer. Und ganz wichtig, auch den Papierkorb, damit es auch wirklich weg ist. Man sieht, es ist komplett leer. Und ja, jetzt wollen wir natürlich unsere Dateien wieder haben. Dafür starten wir das Programm. Drücken auf Ja. Jetzt sozusagen guckt er nach den ganzen Festplatten, die angeschlossen sind. Beziehungsweise in unserem Fall der USB-Stick. Und jetzt können wir auswählen, was wir denn wiederherstellen wollen. In dem Fall wollen wir den USB-Stick. Man sieht auch, hier ist nichts drauf. Drücken auf Scannen. Gehen einfach auf groß und jetzt kommt gleich hier schon unsere drei Dokumente. Die können wir auch gleich anklicken. Testbild, Test MP3 und Testdokument. Hier unten seht ihr die verbleibende Zeit, die noch benötigt wird, um alle Dateien wiederzuholen. Die warten wir jetzt auch mal. Darunter steht immer, wie viele gefunden sind. In dem Fall sind jetzt schon fast 100 Dateien gefunden mit 400 Megabyte. Also man sieht immer dann, was da eigentlich alles noch drauf war auf so einem USB-Stick. Weil klar, man hat natürlich viel gelöscht und vieles ist auch gelöscht, was man selber gelöscht hat. Aber wie gesagt, ganz oft ist ja so, dass es dann mal eben nicht der Fall ist. Und da ist so eine Software wirklich Gold wert, um wichtige Dateien wiederzubekommen. Und das eben doch blitzschnell und ohne viel Aufwand. Und ja, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal die 17 Sekunden und dann stellen wir einfach mal alle drei Dateien wieder her. Und dann bin ich gespannt, ob wir die auch anklicken können. Und ja, wir sehen schon 1 Gigabyte, 161 Dateien. Und wir sehen es hier, Scan abgeschlossen. Wir wollen das, das und das. Drücken einfach wieder auf Wiederherstellen. Jetzt sagt er, wo wir das hinspeichern wollen. Da ist ganz wichtig, nicht in dem gleichen Laufwerk, wo die Sachen gelöscht worden sind. Wir machen es in dem Fall jetzt mal. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal den Ordner. Testlöschung. Drücken auf OK. Und Rettung ist abgeschlossen. Und wir können dann hier sehen die drei Dokumente. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal das Bild auf. Ja, das klappt ohne Probleme. Das Dokument. Auch das ist kein Problem. Und bei der Musik. Das klappt perfekt. Also, wir sehen, nicht nur Bilder gehen wieder herzustellen, sondern auch Textdokumente, MP3-Dateien, aber natürlich auch PowerPoint-Präsentationen und so weiter und so fort. Also, wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr irgendwas gelöscht habt, dann ist diese Software auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, wie gesagt, AceOS Data Recovery. Kann ich eigentlich jedem nur ins Herz legen. In der Videobeschreibung ist auch nochmal der direkte Link zu den
Downloads, wie gesagt, einmal für Windows, einmal für Mac. Gibt es gratis zum Testen oder wie gesagt auch als Bezahlvariante. Dort habt ihr dann nochmal die verschiedensten Funktionen. Lest euch das einfach mal durch, aber sie sind definitiv sehr, sehr wichtig, wenn ihr eure Daten wieder haben wollt. Und ja, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Review. Ich danke fürs Zusehen und ja, bis zur neuen Folge mit AppKings. Ciao!